Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Oh, Mann. Jetzt werden noch Mutterwitze gemacht. Was für Nuvo bist du gesunken, Nate? Alles klar? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Moment. Oh, wir haben einen Schatz gefunden. Oh, das stimmt nicht. Gib mal her. Erster Schatz. Erstmal ein Erfolg. Wie läuft's da unten? Eine Sekunde. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Let's see. Komm schon, Jameson. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Na schön. Ja, klar. Danke. Das an? Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey. Gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir... Hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Wie
Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Ja. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. Wahrscheinlich. So, Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ein normales Leben mit Nathan Drake in der Hauptrolle. Wer es glaubt. Boah, schöne Jacke. Das ist Teil 2. Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Ja, da können wir uns noch gut erinnern. Yep, eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ganz genau. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Teil 1. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Der hätte ihm auch niemand zugetraut. Sieh uns nur an. Ja. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gern haben. Klar. Die guten alten Zeiten. Die tatsächlich guten alten Zeiten. Schambale. Ja. Das waren Zeiten noch, ne, Nate? Fehlst mir, Kumpel. Tenzin. Ja. Nathan Tenzin. Und Tenzin. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Tatsächlich, Teil 3. Ja, danke für nichts, Dismas. Tja, nichts gebracht. Nein. Nee, diese... Das will man nicht, am besten nicht anrühren. Das war eine verrückte Nummer. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Lange her, Chloe. Hi Nate, wie geht's? Ich hab meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen über das Weinregal gefüllt und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich hab Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Willst du deine Meinung jemals ändern? Wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Nicht mehr wirklich mein Stil. Nee. Mich alles untersucht. Ich gehe noch mal kurz durch die Wohnung. Ja, ich habe alles. Da ist noch was. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben.
Da hast du recht, da hast du recht. Da sind so richtig viele Leute für gestorben. Ja. Da kommt sie. In Deckung. Ich bin umzingelt. Schwarze. Nimm das. Okay. Und das. Friss Plastik. Kann weitergehen. Ja, zeig's mir. Hab dich. Wie ein Profi. Mach's gut. Alles klar, gibt's hier noch irgendwo? So macht man das. Ah, die gute alte Story, gute alte. Kommst du runter zum Essen? Ja, bin gleich da. Ja. Und tschüss. Lazarevich. Haha, ich kann's noch. Ich kann's immer noch. Friss Plastik. So viel dazu. Ich räum nächstes Mal auf. Das ist wahrscheinlich besser so. Nächstes Mal vielleicht. Wir kommen zum Essen. Wir schauen uns mal um hier. Nicht sehr geräumig, beziehungsweise nicht sehr aufgeräumt, meine ich. Oh. Hochzeit. Wow. Was, Sally am Heulen? Na, das gefällt mir. Ja. Da sind schöne Bilder. Muss man mal einfach so sagen. Einfach so, genau. Ein begehbarer Kleiderschrank für Madame. Und ein Bad. Wer hätte es gedacht? Hi. Boah, bin ich alt geworden. Gehen wir noch nicht runter, gehen wir mal noch hier in das Zimmer. Das ist wahrscheinlich das Arbeitszimmer von Madame. Oh, daran arbeitest du gerade? Bangkok Travel Guide. Alles klar. Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte und Gänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesflüge und längere Abenteuer. Hotels, Hostels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen, von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Touristenrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lakmuang-Schrein auf der historischen Ratanakosin-Insel. Decken und probieren Sie die Waren des Katuchak-Markts, finden Sie raus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Alles klar. Ja, Bangkok-Reiseführer.